Wir schauen uns heute mal ein neues Subreddit an. Jeder kennt mildly infuriating, also etwas ärgerlich, und deswegen schauen wir uns genau das Gegenteil an, etwas interessant oder mildly interesting. Deswegen, falls ihr interessiert daran seid, lasst gerne ein Abo da und lasst gerne einen Kommentar, vor allem für den Algorithmus da. Das wird mir sehr helfen. Ein lokales mexikanisches Restaurant, das früher ein chinesisches Restaurant war, hat anstatt das Wandgemälde zu übermalen einfach nur auf die Pandas ein Sombrero aufgemalt oder geklebt. Finde ich irgendwie eine coole Idee, weil das damit nicht weg ist. Und dann weiß man, okay, das war mal was anderes. Und das hat auch irgendwie was. Ich habe den Abhang gefunden von dem Schokoriegel Cliff Bar, also Abhangriegel. Ist auch schon irgendwie interessant, aber ja. Cool, dass es wenigstens ein richtiges Foto ist und das irgendwie existiert. Aber es könnte auch nur Zufall sein. Das ist halt das andere. Ich habe gestern einige verdächtig perfekte Bananen gekauft. Schaut sie euch an. Sie sind so rein. Schnell essen, bevor sie braun werden. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schnell passieren. So in einer Stunde sind die komplett braun. Mein Hoteltelefon in Iceland verfügt über eine spezielle Taste, die einen weckt, wenn die Nordlichter am Himmel sind. Würde ich aber auch erwarten, wenn man schon irgendwie da ist, wo die Nordlichter sind, würde ich die auch gerne sehen. Vor allem, wenn ich da Urlaub mache in einem Hotel. Sehr, sehr wichtiger Service. Ich habe eine Warnung erhalten, als ich meinen Laptop unbeaufsichtigt in der Bibliothek gelassen habe. Wenn wir Zeit haben, diese Karte zu hinterlassen, hat ein Dieb Zeit, ihre Sachen zu stehlen. Das stimmt. Ist eigentlich eine gute Karte. Egal wo, das ist wichtig. Es gibt wenig Länder, wo man das wirklich irgendwas draußen lassen kann. Ich habe ein Miniaturpublikum aufgebaut von den ganzen Werbungen oder Anzeigen, die ich per Post bekommen habe. Dafür gibt es diese ganzen Stock-Images. Genau da sind die Personen her. Die wissen selbst nicht, in welcher Werbung die alles sind. Und schönes Publikum. Da hast du bestimmt den einen oder anderen Fan. Ich habe eine teilweise Heterochromie auf beiden Augen. Ich finde, das schaut legit mega cool aus. Ich glaube, das macht mit einem nichts. Also das beeinflusst einen nicht, nur die Augenfarbe. Aber es schaut halt insane aus. Der Rost an diesem Wasserhahn sieht aus wie eine Karte. Ja, und wenn du näher ranscrollst, dann kannst du die ganzen Länder sehen. Es könnte halt legit einfach von einem Videospiel sein, die Karte, die Overworld. Schaut mega geil aus. Mein Freund hat auf einer Hochzeit einen Fremden getroffen, der genau aussah wie er und dasselbe anhatte. Bei Männern habe ich immer so das ein Achievement, wenn man das schafft. Und bei Frauen habe ich oftmals das Gefühl, die kriegen sich teilweise in die Haare. Aber das, ich war jetzt auf drei Hochzeiten in meinem Leben und anderen Anlässen und habe sowas noch nie erlebt. Am besten musst du eigentlich alle dazu bringen, das Gleiche zu tragen. Dann ist es niemals still. Ich habe heute für meine Klasse Umrisse von Mohnblumen zum Ausschneiden gezeichnet. Es schaut so aus, als würden sie sich überlappen. Tun sie aber nicht. Die überlappen sich aber auch immer nur da, wo man nicht zentriert hinschaut. Finde ich mega cool sowas. Meine lokale Bibliothek hat eine Bibliothek von Dingen. Für Leute, die sich einfach was für den Haushalt ausborgen wollen. Sowas wie Werkzeugkoffer und Hochdruckreiniger. Ja, das Problem ist, das ist mega cool. Ich würde schätzen, dass in den meisten Städten die Leute das klauen würden, weil sie sowas anderen nicht gönnen. Und die wissen nicht, wie man teilt oder wie man sagen kann, hey, ich habe davon Nutzen gebraucht, also könnte es ja auch jemand anders gebrauchen. Vor allem, wenn es umsonst ist oder nur für so eine kleine Gebühr. Die Sonne, die durch mein Aquarium scheint, scheint so perfekt auf jeden Knopf oder Schalter auf den Herd. Oder du hast sie angemalt. Schaut halt wirklich so perfekt aus. Und damit kannst du es auch viel, viel besser unterscheiden. Farbliche Sachen sind immer geiler. Ich habe das 800 Euro teure Lego Millennium Falcon Set aus Teilen gebaut, die ich bereits habe. Natürlich schaut das dann nicht perfekt aus. Aber wieso kostet das so viel? 800 Euro? Also ich will ja nicht sagen, ne? Warum kostet das 850 auf Lego und bei allen anderen 200 Euro weniger? Also entweder sind die anderen Scam oder Lego selbst ist der Ultra-Scam. 850 Euro. Definitiv nicht worth it. Die Golfbälle beim Minigolf an diesem Pier sind biologisch abbaubar und fallen beim 18. Loch ins Meer. Dein Golfball ist 100% Fischfutter. Coole Idee. Okay, das ist ja natürlich ein normaler Golfkurs. Da ist vielleicht mal ein kleiner See da, aber das war
Aber so finde ich das ziemlich cool. Vor allem, wenn du die normal schießen kannst. Die müssen ja trotzdem gleich sein, damit die auch richtig fliegen und du die schlagen kannst. Meine Bank hat mir 64 Kopien derselben Karte geschickt. Stellt euch vor, ihr habt eure Bankkarte. Die hat man ja eigentlich eine. Ich habe dieses Jahr vor 3 Monaten neue bekommen, weil meine alte dieses Jahr Ende des Jahres abläuft. Und das war's. Wieso würde ich 64 Stück haben wollen? Wem soll ich denn die geben? Meinen toten Verwandten noch? Die 3 random Leute, die in dem Foto schlafen, schauen aus wie die gleiche Person. Ja, vielleicht ist es ja die gleiche Person. Die hat sich nur 3-mal umgesetzt. Aber lasst die Männer oder den Mann schlafen. Glaubt, man hat auch irgendwann keinen Bock mehr. Die Katze meiner Freundin wurde beim Tierarzt rasiert und jetzt sieht sie aus wie eine exquisite Leiche? What? Game of Exquisite Corpse. Ist das irgendwie ein Spiel? Also sie schaut komisch aus, ja, aber jetzt wie eine Leiche? YouTube, die Katze lebt noch, ne? Wir haben 2 Nachbarshäuser gefunden, die gleiche Farbe wie unsere Jacken hatte. Das heißt, ihr habt Glück. Es ist halt etwas interessant. Mein Waschbecken verfügt über einen hartnäckigen Fleckenentferner-Knopf. Es schießt einen Hochdruckstrahl in der Mitte raus, der relativ stark sein soll. Und der Wasserkegel darum blockt alle Spritzer ab. Also damit wird man dann nicht nass. Warum ist das nicht normal? Also okay, ich habe halt eine Spülmaschine, aber so für bestimmte Pfannen oder wenn da was Hartnäckiges mal dran ist? Zu dem Café, den ich in Bosnien bestellt habe, kam eine kostenlose Zigarette. So wird man zum Rauchen. Warum? Wie gehört eine Zigarette zu einem Kaffee? Finde ich einfach nur eigenartig, weird, nicht mal gut. Unser Nachbar lässt uns alle mitentscheiden, wie er sein Haus anmalt. Finde ich irgendwie eine coole Idee, vor allem wenn man selbst keine Idee hat, was man richtig haben will für eine Farbe. Und so kann man auf jeden Fall sagen, passt das wahrscheinlich besser zum Rest? Ich wäre wahrscheinlich mit der mittleren Farbe gegangen, aber ja. Meine örtliche Pizzeria begann anstelle der Plastikdinger eine Teigkugel zu verwenden, um die Pizza intakt zu halten. Du meinst die Plastiktische. Die sind mega cool. Ich fand es immer schade, dass da keine Plastikstühle dabei sind. Aber das ist halt auch so eigentlich so richtig obvious, die Idee, um weniger Plastikmüll zu produzieren, auch wenn es nicht viel ist. Und du bekommst noch mal ein bisschen Brot dazu. Meine Nachbarn haben die Auffahrt geheizt und den Neuschnee geschmolzen. Also eine beheizte Auffahrt zu haben, macht für mich gar keinen Sinn irgendwie. Außer Geldverschwendung. Also ich sehe keinen Grund. Natürlich ist es dann einfacher da runter zu fahren, aber wenn ich da sehe, okay, da ist die Straße voll, dann lohnt sich das auch nicht. Dieses Restaurant mit dem Namen Thai Food in der Nähe. Hey, das ist das Thai Food near me. Das ist einfach diese Google-Anfragen, wenn du überlegst, okay, wie suche ich damit? Könntest natürlich einfach nur Thai Food eingeben oder Thai Restaurant. Aber das ist auch nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass es gut bewertet ist. Mein Krankenhaus hat ein gefälschtes LED-Fenster an der Decke, damit du ja nicht weißt, wie spät es ist. Ich hoffe wenigstens, das passt irgendwie mit draußen überein und da ist eine Kamera. Es wäre auch cool, so ein bisschen Regen da drauf zu sehen. Ich glaube, wenn du sonst aus dem Fenster schaust, alles duster und dann schaust du nach oben. Oh, siehst du, so schaut das Wetter gerade aus. Ist auch nicht gerade geil. Dieser beleuchtete Straßenabschnitt. Oh, du meinst eher das Spotlight. Frag mich warum. Also warum ist es so krass gezentert? Ist das irgendwie von der Bühne gewesen, das Licht? Und sie sagten sich, ah ja, die Laterne ist ein bisschen kaputt, komm, häng das einfach mal auf. Die Dusche in meinem Hotel ist ein Glasblock in der Mitte des Raumes. Ich habe es nie verstanden, warum Hotels das machen. Ich hatte das auch auf Madeira, auch in Deutschland schon in Hotels, dass auf einmal diese scheiß Toilette einfach irgendwo im Raum war oder halt eine Badewanne oder sonst wo du nichts davor hast. Vor allem, das sind so Doppelbetten. Auch wenn du mit einer Person zusammen bist, ich mag meine Privatsphäre beim Duschen. Ich finde das voll weird, wenn man da zuschauen muss oder keine andere Wahl hat. Ich frage mich, wie das in Mode gekommen ist. Meine Tylenol-Kapsel der Marke Walgreens ist nur eine Pille mit einer abnehmbaren Hülle auf beiden Seiten. Normalerweise wird das nur gemacht, wenn da dann kleine Kügelchen drin sind und die dann sich auflösen. Es sollte keinen Grund geben, dass die so aussehen. Wenn das Blaue und Rote absolut nichts machen, da würde ich mich eher verarscht fühlen. Ein Obdachloser in Silicon Valley mit einem VR-Headset. Es beginnt. Irgendwann sind wir so wie in Cyberpunk oder
Ready Player One, weil jeder möchte vor der Realität fliehen. Vor allem, wenn du, glaube ich, auf der Straße bist. Kann ich nicht mal was dagegen sagen. Das ist das Traurige. Ich mache gerade ein Familienhaus sauber und ich habe einen Pilz gefunden, der auf einen der Handtücher wächst. Imagine, wie eklig das sein muss, die Wohnung, wenn da schon Pilze auf dem Handtuch wachsen. Ich glaube, das ist nicht das Einfachste hinzubekommen. Ich kann Sachen rückwärts greifen. Ich sehe es und ich wünschte, ich würde es nicht gesehen haben. Aber vielen Dank. Immer wenn du jemandem die Hand gibst, da wird jeder doppelt überrascht sein. In dem Badezimmerspiegel am Flughafen von Tallinn gibt es eine Anleitung zum Krawattebinden. Finde ich legit gut. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ich habe noch nie gewusst oder ich wüsste niemals aus dem Kopf, wie man eine Krawatte bindet. Läute die Glocke oder erwürge das Hühnchen für Service. Alter, ich will gar nicht wissen, wie oft das Hühnchen schon erwürgt wurde. Selbst wenn der Kerl genau vor einem steht, finde ich irgendwie mega gut. Das ist richtiger Service. Mein lokales Krankenhaus hat einer Katze ein Haus gegeben, da sie immer wieder vorbeikommt. Das ist Simba, die Katze. Sie hat ein Zuhause, aber sie mag es, die Mitarbeiter und die Patienten zu besuchen. Damit geht es den Patienten und den Mitarbeitern gleich wahrscheinlich 500 Mal besser. Und die Katze bekommt mehr als genug Streicheleinheiten. Ein kaputter Fernseher auf meiner Arbeit hat ein Game Over eingebrannt im Screen. Also, der Fernseher ist auch Game Over. Ich würde nur gerne wissen, was da als letztes gelaufen ist, dass dann Game Over steht. Oder ob das direkt im Fernseher mit Absicht so gemacht wurde. Der Unterschied zwischen der Bräune von meinem Bruder und mir. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine Person sehe, die gefühlt blasser ist als ich. Ich bin auch mega blass. Ist halt jetzt die Frage, ob der auch nur am PC sitzt. Das Hühnchen meiner Freundin liebt es, ein Nickerchen in ihrem kleinen Whirlpool oder Hot Tub zu machen. So wird das Fleisch saftiger. Nur deswegen. Aber wie findet man sowas heraus? Wie kriegst du das Hühnchen überhaupt dazu, dass es ruhig da drinnen bleibt, während du so einen Deckel zumachst? Der Bart meines Freundes wächst wie ein Hurricane. Vorsicht, nicht, dass die Haare gleich wegfliegen. Schaut aber irgendwie selbstgemacht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Haare irgendwie so automatisch wachsen. Das fühlt sich einfach falsch an. Als ob die Gravitation auch nicht dann da ist. Oder spätestens, wenn die länger sind, müssen die ja eh gerade werden. Eine 3,5 Jahre alte Drahtbürste, die jeden Tag verwendet wurde. Im Vergleich zu einer brandneuen. Darf ich fragen, was links mit dem Hantel passiert ist oder ist die einfach nur kürzer gewesen? Weil entweder hast du die richtig abgebrochen, aber wenigstens hast du sie vollstens ausgenutzt. Meine japanischen Arbeitsschuhe haben Saugnäpfe an der Unterseite, um auf Keramikziegeldächern laufen zu können. Also ist irgendwie cool, ja? Aber warum ist der große Zeh extra? Hat das irgendeinen Grund? Ich überlege gerade, warum. Hat man dann einen besseren Halt oder wofür? Das wundert mich gerade echt ein bisschen mehr. Das Gerät, was an ein Auto angebracht wird, wenn man nicht innerhalb der Linie parkt. Das ist in China und dann musst du zu der Polizei fahren, eine Strafe zahlen und dann nehmen sie es ab. Und da ist ein GPS drin, damit die immer wissen, wo du dich befindest. Also du kannst es nicht einfach dran lassen, weil umso länger du wartest, umso teurer wird es. Oder die wissen halt immer, wo dein Auto ist. Oder du machst dein Auto und Spiegel anscheinend weg. Ist wahrscheinlich günstiger ab einem gewissen Zeitpunkt, bevor sie dich suchen kommen. Eine der Schneekugeln meiner Mutter ist schwarz geworden. Ha? Wie passiert das? Das wird ja nicht schlecht, denke ich mal, oder? Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich habe auch selbst keine. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich reinige Pools und heute habe ich gesehen, dass jemand zwei gefälschte 100-Dollar-Scheine in den Boden seines Pools geklebt hatte oder rangemacht hatte. Ey, das ist halt der Megatroll. Weil jeder, der in den Pool steigt, will dann runtertauchen und da stell dir vor, da geht jemand vorbei, sieht das und denkt sich, boah, easy 200 Euro. Spielzeugküken kosten in diesem Laden mehr als echte Küken. Also sind Chicken Nuggets günstiger als Spielzeug-Chicken Nuggets. Ganz ehrlich, Euro, nicht mal 2 Euro versus 5 Euro, finde ich irgendwie extrem. Da habe ich ja mehr das Gefühl, die wollen die oben einfach nur loswerden. Und warum kann man die überhaupt in so einem random Laden kaufen, wenn ich dahinter irgendwie Baumaterialien sehe? Die Statue von Spider-Man ist so lange da, dass ich eine Spinne dachte, komm, ich helfe der mal aus. Die schafft das nicht alleine. Finde ich mega cool. Schaut viel geiler aus auf einmal. Du solltest der Spinne danken. Wenn solche Heuballen irgendwo
irgendwo lang gehen, müssen sie auch irgendwo stoppen. Die haben alle an diesem Haus gestoppt und dachten sich, ja, endlich sind wir zu Hause. Viel Spaß beim Reingehen. Die sind nicht schwer, aber das ist trotzdem ultra nervig. Du kannst mit so einem Laubbläser da lang gehen und alles wegmachen. Ein Toaster, wo du die Seite siehst, damit du weißt, wie getoastet es ist. Ich muss gestehen, ich finde es eher krass, dass das nicht normaler ist. So sieht man wenigstens mal, oh, das ist schon gut oder nicht. Ich habe immer Fragen, wenn ich sowas sehe und mir denke, warum ist das nicht normal? Die vierfache Banane, wenn du Hunger auf einen Vierling hast, der doppelte Zwilling. Ich fand sowas immer ein bisschen suspekt. Ich würde sowas nicht essen. Und ich weiß nicht warum. Obwohl die komplett wahrscheinlich normal sind. Wie recycelt wird. Hier die Plastikflasche, die wird geschreddet, dann aufgesponnen und dann kann man sie tragen. Aus welchem Material ist es dann? Steht dann da Plastik beim Waschen? Seine Zahnpasta kam so in der Form einer Nase raus. Ich weiß nicht warum, ich fand's aber super. Die Zahnpasta riecht direkt an deinem Atem. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das ist nach einem Erdbeben passiert, dass die Straße sich ein bisschen verschoben hat. Die dachte sich, nee, ich fahre jetzt nicht mehr geradeaus. Du fährst jetzt hier lang. Viel Spaß. Ich finde es eher krass, dass die noch recht heil geblieben ist dabei, während sie sich verschoben hat. Eine Flugzeugtoilette, bei der man auch mal rausschauen kann. Okay, ich glaube irgendwie nicht, dass man da gut rausschauen kann, wenn du dich da hinsetzen musst. Aber sonst cool. Macht's irgendwie auch direkt freundlicher. Fenster sind immer nice. Die Kekse oder Kuchen wurden so reingepackt mit einer Delle, damit man sie leichter rausholen kann. Was eigentlich schlau ist, wo ich mich frage, warum ist das nicht normaler? Weil irgendwie macht das schon Sinn. Aber dann wird's wahrscheinlich die ein oder andere Person geben, die sich beschwert, weil nicht alles aufgebraucht wurde vom Platz. Das ist eine Schraube, die teilweise wirklich benutzt werden. Die sind so riesig. Stell dir vor, du musst die irgendwo hintragen. Das ist wahrscheinlich so ultra schwer, weil das komplett Eisen ist oder Metall. Aber finde ich mega cool, dass es so riesen Schrauben gibt. Die Katze hat zwei Herzen am Kopf. Katzen sind halt auch süß. Die werden halt geliebt. Natürlich haben die Herzen. Die eine Lavalampe, die dir ein Peace-Sign gibt. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Chance ist, dass es so gut aussieht. Oder ob man das wirklich machen kann, dass es immer so kommt, kurz. Eine Bank, wo du die Lehne links oder rechts einfach hinschieben kannst, je nachdem, wo du hinschauen willst. Oder wenn du jemanden runterschmeißen willst, kannst du den natürlich auch wegschieben. Das ist eher, glaube ich, das Problem. Da würde ich schon dann irgendwelche random Prank-YouTuber sehen, die sich dann denken, haha, schaut mal, ich mache den Mega-Prank und nerve Leute. Ohne Barrieren wissen die Briten immer noch, wie man sich richtig anstellt. Ich glaube, in Deutschland würde man das teils auch noch hinbekommen. In manchen Ländern, die würden es niemals schaffen. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, wie man sich anstellt. Und es wird genug Leute geben, die da auch nicht wissen, wie man sich anstellt. Aber Respekt. Bäume, die ausschauen wie Brokkoli, das sind die Brokkoli-Bäume. Die werden eigentlich einmal so komplett abgesägt, dann werden die in heißes Wasser eingetunkt, damit die sich zusammenziehen und das ist dann so ein kleiner Brokkoli, den wir immer im Supermarkt dann finden. Genauso wird das nämlich gemacht, das weiß nur keiner. Dieser Baum ist über das Schild gewachsen. Ja, okay, so kann man es jetzt auch machen, dass man da drüber schreibt, aber irgendwie hätte ich mir gedacht, dass es eine bessere Möglichkeit gibt. Ein koreanischer Taco-Laden. Von dem wir etwas zum Mitnehmen bestellt haben, gab uns zum Essen eine Rolle Toilettenpapier. Ist das jetzt was Positives oder Negatives? Ich finde das eher so ein bisschen sus, ne? Wenn mir ein Restaurant eine Toilettenpapierrolle mitgibt. Da hatte ich Angst. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video.